Can those enjoyers hold out hope, or what are we doing? Redacted. I don't know. No, that's fine. You've said more than you could say with that. It's all good. It's all good. Boom. 2025, nochmal eine Klassikbestätigung, hier auch offiziell von mir, das ist doch ganz klar. Das Interview geht 52 Minuten lang, ich habe es mir komplett angeschaut und das ist auch schon sehr vielsagend, vor allem das Ende, die letzten zwei Minuten waren eigentlich die besten im Interview. Und ja, nochmal eine kleine, oder was das kleine, große Bestätigung, das Klassik Plus oder irgendwas uns nächstes Jahr erwartet. Ich habe das ganze Interview für euch angeschaut, ich habe sonst nichts zu tun und ein bisschen kurz zusammengefasst, es waren ein paar interessante Sachen dabei, aber der Großteil war ziemlich uninteressant, deshalb eine kurze Zusammenfassung von mir. Wir fangen natürlich an mit dem Besten und zwar mit dem Ende und Josh hat hier oder ist hier auf Season of Discovery eingegangen und Josh meinte hier, schauen wir zurück auf die Season, also im November, wo es losging und zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn wir sagen würden, wir haben ein Classic Plus, dann wären wir alle enttäuscht. Mit SOD haben wir viele Sachen probiert, getestet, ob es funktioniert, was sind die Grenzen und so weiter. Viele Spieler waren enttäuscht oder ja, sich uneinig über gewisse Phasen, also zum Beispiel Phase 3 oder die Incursions. Und das ist für die aber vollkommen okay und voll in Ordnung, weil die für die Zukunft im Prinzip jetzt Daten haben. Und ganz ehrlich, Leute, das sagt doch alles. Also das kommt, nächstes Jahr kommt irgendwas Krasses, das weiß ich. Sonst würden sie das nicht so argumentieren. Wenn nichts kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann sind sie wahrscheinlich alle auf Crack oder ich weiß es auch nicht, weil dann ist es alles nur Show gewesen und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber kommen wir zu den Fragen, die gestellt wurden. Wir fangen an mit den wichtigsten Fragen. Also die wichtigsten Fragen kamen eigentlich erst zum Schluss. Das heißt, die ganzen blöden Fragen am Anfang werde ich jetzt erstmal nicht durchgehen. Die mache ich dann am Ende. Das heißt, die müsst ihr euch gar nicht anschauen. Aber jetzt die wichtigste Frage, wird es einen neuen Raid geben? Nein. Also das heißt nein, Schmarrn. Also nein, nicht. Aber sie meinten, ja, es kommen komplett neue Inhalte, die wir zuvor noch nie gesehen haben in World of Warcraft Classic. Also komplett neuer Inhalt. Die haben wahrscheinlich mein Video gesehen von letztens und darauf reagiert. Keine Ahnung, vielleicht. Ihr wisst ja, ich bin voll ein Fan von neuen Inhalten. Das braucht das Spiel auf jeden Fall. Und sie haben gemeint, es kommt ein neuer Inhalt. Sie haben jetzt aber nicht bestätigt, ob es ein Raid wird. Sie schauen nach möglichen Plätzen für einen Raid, so habe ich es verstanden. Aber es wurde jetzt nicht offiziell bestätigt, dass ein neuer Raid kommt. Aber komplett neue Inhalte kommen auf jeden Fall. Dann die zweitwichtigste Frage, wie ich finde, und zwar, welche Klassen werden aktuell angeschaut? Welche Klassen brauchen aktuell Hilfe? Josh hat gesagt, es gibt im Moment keine Klasse, die wirklich speziell auf dem Radar ist. Er meinte auch, es gibt Klassen, die sich aktuell schwer tun, wie zum Beispiel Krieger, aufgrund von gewissen Mechaniken im MC. Aber sie werden jetzt erstmal so weiterlaufen lassen und schauen, wie das mit besserem Gear dann ausschaut in MC. Deshalb wollen sie jetzt nicht voreilig große Klassenanpassungen treffen. Es gibt einige Klassen, die schon so ein bisschen auf dem Radar sind. Es ist zum Beispiel der Balance-Druide, der nach wie vor nicht überzeugen kann im Single-Target-Damage. Aber es sollen anscheinend jetzt erstmal noch keine Klassenanpassungen kommen. Zumindest keine größeren. Leichterer Runenzugang für Alts. Ja, das wollen sie machen und das werden sie auch machen. Jetzt speziell zum Beispiel die Dark Rider Rune und solche Runen werden erleichtert oder zum Beispiel, wo ihr diesen Murloc entfrosten müsst, wo ihr mehrere Spieler braucht. Das wird auch oder wollen sie auch ändern. Sie meinten, jede Klasse hat spezifische Quests und Erfahrungen bei den Runen. Es wird nicht so sein, dass du ein Level 1 Char erstellst und direkt alle Runen kaufen kannst beim Händler. Sondern die werden halt, ja, es erleichtern, aber auch nicht zu leicht gestalten. Dann hat er noch gefragt, ob alle Sachen entdeckt wurden in Phase 4. Die meinten, ja, 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 schon, also die größeren schon, aber wirklich sicher waren die sich auch nicht. Interessant. Und was ist eigentlich mit dem Ruf Arati-Becken, Warzone? Vor allem Arati-Becken haben wir das Problem, dass STV halt niemand mehr zockt. Man findet halt keine Gruppen mehr und man tut sich schwer mit diesen Holzstücken, also dass man die abgeben kann. Sie haben noch keine konkreten Ziele, wie sie es machen. Es ist aber ein Thema, was schon auf der Watchlist ist und sie sich anschauen werden. Das heißt, sie werden gewisse Mechaniken bringen, um da auch Ruf zu farmen, also damit ihr... Ja, damit ihr Ruf haben könnt, besser gesagt. Aber es gibt noch keine konkreten Pläne. Ja, dann gab es noch viele so Nebenfragen. Da werde ich jetzt nicht au detail eingehen. Zum Beispiel der neue Dungeon, Lemonfall Canyon, also DFC. Dass einige Klassen denen gar nicht gehen, weil sie es nicht brauchen. Und ja, in Zukunft wird es dann wahrscheinlich anders gestaltet. So haben die das gesagt. Dann mit den T05er Sets, besser gesagt mit den neuen epischen Berufsrezepten, die ja doch deutlich hinter dem T05 Set sind. War das Absicht, ob sie das absichtlich
offensichtlich so schlecht gemacht haben, in Anführungszeichen. Eine wirkliche konkrete Antwort gab es da nicht. Sie haben gemeint, Rufe sind sehr wichtig, das und das, aber sie wussten schon, dass das T05er-Set das Hauptaugenmerk sein wird. Also im Endeffekt wollten die es auch so. Ja, am Anfang ging es sehr viel um Server-Balance, um das BlackRock-Event, vor allem das PvP-BlackRock-Event. Die Frage war, warum haben sie es im BlackRock gemacht? Da ist so viel Verkehr, da sind so viele PvE-Inhalte und sie haben sich ein bisschen auch die Fehler eingestanden, dass es nicht der optimale Ort war. Sie wollten aber die PvE-Inhalte von den PvP-Inhalten, sage ich mal, trennen, damit die Leute Dailies machen können draußen. Aber wirklich getrennt haben sie es nicht, weil PvE-Inhalte gibt es ja auch im Berg drin, also BlackRock. Genau, daraus haben sie auf jeden Fall gelernt und für die Zukunft auch. Da ging es auch viel um das Heat-System in MC, dass sie damit sehr zufrieden sind im Grunde und es auch ausgiebig anscheinend getestet haben. Nicht jetzt wie im Sunkel Temple, also P3, wo die Mobs viel zu viel Leben hat. Da hat man einfach gesehen, dass es nicht wirklich getestet wurde und hier haben sie es anders gemacht und die sind aktuell sehr zufrieden, aber es kann trotzdem noch zu kleinen Anpassungen kommen bei den Bossen und ja, das war's im Großen und Ganzen. Also es war jetzt nicht alles interessant. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr die ganze Sache findet. Ich lese jeden Kommentar. Ich freue mich auch auf jeden Kommentar. Vielen, vielen Dank euch alle und ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann.